Papst Benedikt ist jetzt beigesetzt im Petersdom und jeder, der geht, hinterlässt eine Botschaft. Es ist an denen, die zurückbleiben, diese Botschaft zu erkennen und sie vielleicht umzusetzen ins Leben. Bischof Betzing, welche Botschaft nehmen Sie mit von Papst Benedikt? Ja, es ist eigentlich das, was mich immer an ihm fasziniert hat, die wunderbare Weite des christlichen Glaubens. Also er hat das ja in einer Weise deutlich gemacht. Es gibt im christlichen Glauben so unendlich viel zu entdecken. Eine so große Weite, die den Geist und das Herz irgendwie nach vorne führt. Das ist das, was ich mitnehme. Und ja, und auch ein Stück mit ganz großem Respekt. Man muss sich hingeben an diesen Glauben, hingeben an eine Aufgabe, die man hat in diesem Glauben und in der Kirche. Und das führt zu einer Fruchtbarkeit. Das ist nicht immer menschlich einfach so zu spüren oder direkt zu erleben, aber auf Dauer ist es fruchtbar. Das sind so die beiden Akzente, die mich an Benedikt immer schon fasziniert haben. Zwischen Glauben und Vernunft bedeutet das auch manchmal Veränderung der Person selbst? Ja, sonst wäre es keine Fruchtbarkeit und kein Wachstum. Also wenn ich mich hingebe, wenn ich mich auf einen Weg mache, dann verändert mich das. Genau das will ja eigentlich der Glaube, wenn ich so ans erste Wort Jesu denke, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Das heißt, wenn du dich bewegst, wirst du Veränderung spüren und du wirst Veränderung in Gang bringen in dieser Welt. Da kommen wir mal zu Ihnen. Sie sind Bischof geworden, Sie sind der Chef der Bischofskonferenz geworden. Es gab schon mal bessere Zeiten oder leichtere Zeiten, Bischof zu sein, oder? Ja, man kann den Eindruck haben, das ist wohl so. Manchmal denke ich auch, lieber Gott, was hast du mit uns vor, dass du uns in diese Zeit gestellt hast? Aber vielleicht trügt das auch und Bischöfe früherer Generationen werden ihre Probleme gehabt haben und ihre Herausforderungen, die zu meistern waren. Für mich steckt immer ein Stück Zumutung drin, das ist so, jeden Tag spüre ich das und gleichzeitig eine riesige Chance, etwas zu verändern. Wir müssen diese Kirche lebbar machen, gestaltbar machen für Menschen, die heute leben. Und die große Herausforderung besteht ja darin, dass wir ja die große Kirchenentfremdung, die wir gerade in Deutschland erleben und in europäischen Ländern, ein Stück wieder aufhalten und ein Stück Zugänge schaffen für Menschen, die im Jetzt leben und ganz bewusst ihre Freiheit und ihre Möglichkeiten leben und zugleich gläubige Menschen sein wollen. Das war immer die kirchliche Herausforderung. Vielleicht auch verstehbarer werden? So ist es, das gehört dazu. Wir müssen die Botschaft so sagen, dass die Menschen sie verstehen können, dass sie in Leben umsetzen können. Und genau das wird ja der Kirche auch kritisch vorgehalten. Wir predigen groß. Und was ist dann mit dem gelebten Leben? Das ist ja auch der Zwiespalt, der in der gesamten Missbrauchsthematik deutlich wird. Ein hohes moralisches Maß und dann ein solcher Absturz in wirkliche Verbrechen hinein, das kriegen viele Menschen nicht zusammen. Und es ist auch mit dem jetzigen Papst, mit dem wir jetzt weiterleben, mit Papst Franziskus, nicht ganz so einfach, das Thema Missbrauch wirklich auf eine Bahn zu schicken, wo sie gut läuft. Also wo die Aufarbeitung gut läuft und wo die Aufklärung gut läuft, auch die Ahndung. Was haben Sie für einen Eindruck, wie geht es weiter, auch für Deutschland und für die Weltkirche insgesamt? Wir müssen diese entsetzlichen Verbrechen des Missbrauchs aufarbeiten und das heißt die Vergangenheit aufarbeiten. Das hat uns dann in Deutschland dazu gebracht, einen synodalen Weg anzuzetteln, in den wir ja gemeinsam mit den Laien und den Priestern und den Ordensleuten in Deutschland gehen, um diese systemischen Ursachen zu verändern. Die Kirche muss anders werden, damit solcher Missbrauch verhindert wird. Aber dann kommt ein Stoppschild aus Rom und das hält der Papst selbst hoch. Wie gehen Sie denn damit um? Haben Sie da mal angerufen und haben gesagt, lieber Papst, ich verstehe es nicht, tu was anderes? Es gibt kein Stoppschild aus Rom und in allen Gesprächen, die ich mit dem Papst selber geführt habe, habe ich nie einen Stopp gehört. Er schaut kritisch auf unseren Weg, weil das, glaube ich, auch eine deutsche Weise ist, die Wirklichkeit zu verändern. Er zeigt ja mit seinem weltweiten synodalen Weg, dass er sich anderes vorstellt. Die Zeit und der Raum, der dazugehört, Veränderungen in Gang zu setzen. Wir wollen etwas möglichst rasch und konkret machen. Aber der Papst hat niemals gesagt, bitte nicht mehr oder bis hierhin und nicht weiter. Er lässt uns gehen. Aber die Forderungen, die aus Deutschland kommen,
die wir da nicht erfüllen können, die werden Sie auch nicht erfüllen können. Wir gehen im synodalen Weg, glaube ich, klug und entschieden vor. Und das Allermeiste, was wir wollen, sind Veränderungen, die wir selbst in Gang setzen können, in allen vier Themenbereichen des synodalen Weges. Es sind nicht die großen Forderungen, auch die legen wir argumentativ auseinander und legen sie dar, warum wir glauben, dass der Zugang von Frauen auch zu sakramentalen Ämtern möglich sein könnte. Aber wir wissen, sind Entscheidungen, die müssen auf der Ebene der Weltkirche getroffen werden. Die können wir in Deutschland gar nicht entscheiden und wollen das auch nicht. Von Papst Benedikt ja auch vorbereitet, manche Gedankengänge von Franziskus jetzt weiter gelebt, weiter geführt. Glauben Sie, dass sich bald ein paar Dinge zumindest so ändern, dass ein bisschen mehr Ruhe auch wieder reinkommt? Ja, es braucht Veränderung. Die Menschen in der Kirche rufen nach Veränderung, weil es wirklich, ja, es gibt seit vielen Jahrzehnten einen Ballast an Fragestellungen, die wir mit uns führen und in denen es noch keine wegweisenden Antworten in die Zukunft gegeben hat. Das kann nicht so bleiben, sondern wir müssen Öffnungen erzielen, damit Menschen überhaupt mit dem Evangelium Christi, mit seiner befreienden und frohmachenden Botschaft wieder in Kontakt kommen. Dann wünschen wir viel Kraft dazu. Danke.